Der Hund hat heute einen Wal übrigens angebellt. Im Fernsehen. Wieso? Er hat zu Walgesängen gejault. Die Elfen, die die Felder des Nichts patrouillieren, schauen desinteressiert zu dir, bevor sie sich wieder dem Himmel zuwenden. Du folgst ihrem Blick nach oben, was auch immer dort ist, es ist interessanter als der Gedanke, dich zu töten. Du schaust zur Rauchfahne auf dem Berg. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und wo Feuer ist, ist Imperiumsabschaum. Es brennt gefährlich nah an Kraftgipfel. Das könnte eine Invasionsstreitmacht sein oder Spione. Ich steige den Berg hinauf und stelle sie. Ich möchte, dass dein Volk mir vertraut. So könnte ich es mühelos schaffen. Ich steige auf den Berg, stelle die angebliche Imperiumsarmee und vertreibe sie. Zumindest klang es einfach, bis ich es laut sagte. Wenn ihr das für mein Volk tut, sorge ich persönlich dafür, dass die Elfen euch als eine Freundin sehen. Und hoch geht's. Auf dem Weg werde ich natürlich auch alle Elfen abschlachten. Weil es gerade erwähnt wurde, natürlich ist eine Milchschnitte nicht mein Frühstück. Dass die Elfen erstmal kommen wieder. Flink! Der Kampf verdichtet sich! Der Kampf verdichtet sich wie ein Kran! Deine Kräne müssen verdichtet sein, mein Freund. Ich bin der Berg. Ich bin der Strom. Schild nach vorn. Nee, Krangrund muss verdichtet sein. Mortis, benutze meinen Körper. Kranplätze dann eben. Dieser Tag wird ruhmreich. Ruhm. Hörst du die Stimmen? Fleisch ist ein Gefängnis. Oh mein Gott. Jetzt, wo ich weiß, dass es 80 Level gibt, schaudert mich dann schon ein bisschen das Spiel. Also 80 Stufen für deinen Helden. Leiden muss enden. Du wirst geläutert. Ich bewege mich mit den Jahreszeiten. Wir sind der letzte Winter. Schnell! Der Kampf naht. Schmerz ist Feuer. Decidus Heulentod. Und du kotzt jetzt beide an.
spürt die gebündelte Macht. Ein ganz normaler Tag. Drängt sie zurück. Wofür war das Zeichen nochmal? Dass er einen Bandwurm hat? Blutsauger. 25% des zugefügten Schaden wird als LP zurückgeworfen. Also fast das, was ich gesagt habe. Hinfort, Bestie der Dunkelheit. Wir sind alle seine Kinder. Vernichte diese Unreinheit. Du stinkst nach Leben. Die Kälte begünstigt uns. Der Winter kommt. Los geht's! Wir nähern uns. Ich hätte mir die Archivmäßig angucken sollen. Du näherst dich der Korridelle und siehst, dass diese Gille an ihrem Fuß an. Dass diese Gillen an ihrem Fuß anfangen zu leuchten. Eine verwesene Leiche, die im Schnee liegt. Die hat eindeutig eine Schlacht getobt. Könnte hier das letzte Gefecht zwischen den Zwergen und Mortis stattgefunden haben? Du sammelst das geschmolzene, verderbte Mana ein, das durch ihre toten Körper fließt. Es könnte noch wichtig sein. Oh, der Mops kommt. Brauchst du Kuschelzeit, Dicker? Dann leg dich hin. Mach für dich Platz. Stell mir den Stuhl so ein, dass du deinen Kopf ablegen kannst. Nächstes Mal eine Katze. Obwohl, die Katze läuft übers Keyboard. Da bleibt der Hund wenigstens weg von. Die uralten Leichen von Zwergen und Elfen liegen im Schnee verstreut. Ein merkwürdiges, verderbtes Mana haftet der Fäule an. Obwohl du es nicht gebrauchen kannst, sammelst du es dennoch ein. Für irgendetwas muss es ja gut sein, nicht wahr? Dann nimm das von denen auch mal mit. Hier ist auch wieder das Mana in der Leiche drin. Du siehst dir das Ganze genauer an. Das Mana ist definitiv unrein, aber noch mehr wundert dich, was es hier überhaupt macht. Wahrscheinlich wird der Autokampf eingeführt, weil irgendwann aufgefallen ist, dass wenn man alle Kämpfe bestreiten müsste, das Spiel einfach 200 Stunden dauert. Der Feind wird meine Pfeile fressen! Gilead! Der Kampf verdichtet sich. Meine Feinde verschwinden. Dieser Tag wird ruhmreich. Löffelregeneration und jetzt verspotte alles in der Umgebung. Hörst du die Stimmen? Unreinheit ist Macht.
dass manche Einheiten sich so langsam bewegen. Und das ist einfach schon 200% Kampfgeschwindigkeit. Und sie kriechen einfach über das Feld. Ich gehe. Hinfort, Bestie der Dunkelheit. Mortis, benutze meinen Körper. Wir sind der letzte Winter. Ich bin ein stiller Wind. Rücke vor. Drängt sie zurück. Verfehlt. Loser. Ich werde einen Zauber wirken, weil ich gesehen habe, bei 100 Zaubern kriegt man ein Achievement. Wir handeln wie einer. Fleisch ist ein Gefängnis. Schmerz ist Feuer. Wehre dich oder stirb. Hund ist direkt auf meinem Schoß eingeschlafen. Ja, hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Hoher Vater, leite mich. Beim Zorn des Hohen Vaters. Du stinkst nach Leben. Bei Galleans kalten Herzen. Ich bewege mich mit den Jahreszeiten. Ich habe die Tage beim Hund eine kleine Verhärtung gefunden, hinten rechts an der Seite. Muss ich mal gucken, ob ich das jetzt die nächsten Tage nochmal erfühle und dann zum Tierarzt und schauen, was das ist. Die alten Wege müssen sterben. So ein Knubbel unter der Haut kann ja auch nur ein Insektenstich sein. Dann geht das halt wieder weg nach ein paar Tagen. Während man andere draußen trifft mit ihren Hunden, die den Arsch über den Boden ziehen und man sagt, wie wär's mal mit dem Hund zum Arzt zu gehen? Ach, das hat der schon immer. Okay. Für mich sieht das aus, als wenn der Hämorrhoiden hat oder irgendwas in die Richtung. Aber was weiß ich schon. Wenn sich der Knubbel hin und her bewegen lässt, ist das ein Fett. Eine Fettgeschwulst. Die sind gutartig. Danke für den Hinweis. Und guten Abend, Henning. Aber ich bin bei sowas immer. Ach, ich wäre bestimmt als Vater eine richtige Glucke, ey. Oder ich wäre so, dass der Hund. Für den Hund geht man immer zum Arzt und für die Kinder sagt man. Tja, ist normal, dass ein Kind mal mit einem gebrochenen Arm nach Hause kommt. Ich habe ihn selbst geschient. Im Krankenhaus würden die auch nicht viel mehr machen.
besser trotzdem kontrollieren lassen. Ja, ich guck mal. Also wie gesagt, ich wollte es halt nach einer gewissen Zeit. Ich bin dann auch nicht immer, oh, er muss jetzt sofort los, wenn er jetzt nicht gerade blutet. Jetzt ist der Hund aufgewacht, weil der weiß, dass ich über ihn rede. Balthasar ist 5 Jahre alt. Der ist noch nicht so alt. Aber auf jeden Fall danke für den Hinweis, Firalon. Ein winterlicher Wind weht. Dieser Tag wird ruhmreich. Schmerz ist Feuer. Wir können nicht widerstehen. Unreinheit ist Macht. Also ich hoffe, dass mein Hund niemals das Problem kriegt mit den Analdrüsen, dass ich die von Hand ausquetschen muss. Da sind eigentlich andere Rassen für bekannt. Ach komm, scheiß auf das Geschwächt. Hinfort, Bestie der Dunkelheit. Mein Chihuahua hatte das zum Beispiel alle 6 Monate Puppe ausdrücken. Traumhaft, hinfort, oder? Was man alles für seine Tiere macht. Wie ich vom Hund früher die Hoden massiert habe. Mortis, weil er die Eier immer hochgezogen hat. Und dann die Gefahr bestand, dass seine Hoden in seine Bauchdecke eingeschlossen werden, als er noch Welpe war. Was wirklich dann eine teure OP ist. Weil müssen die Hoden aus der Bauchdecke rausgeschnitten werden. Falls sich die Bauchdecke im falschen Moment schließt, in der Wachstumsphase des Hundes. Ach, du bist so ein Tierwolf. Okay, der Arzt macht das. Ja, dann ist das egal. Dann freut sich der Arzt halt darauf, Analdrüsen auszudrücken. Der Kampf naht. Dieser Tag wird ruhmreich. Ist nicht teuer und geht ruckzuck. Oh, dann soll ich das auch mal für mich machen lassen. Wir sind viele. Wir handeln wie einer. Sieht aus wie braune Schuhcreme. Genau die besten Themen, ey. Mussten wir bei Anuk auch regelmäßig machen. Alle 2 bis 3 Monate, da sie mal massiv abgemagert war und trächtig. Mit dann leider 6 toten Welpen. Ah. Hoher Vater, leite mich. Sterblichkeit von, also beziehungsweise das ist immer, also bei jeder, beinahe, also ich habe mir mal sagen lassen, dass bei den meisten ich wandle in seinem Hundegeburten Licht.
immer tote Welpen dabei sind. Und nicht alle überleben. Bitte verurteilt mich dafür nicht. Das ist halt die Info, die ich vom früheren Züchter hatte. Gibt bestimmt auch Würfe, wo kein einziges. Also Balthasars Wurf zum Beispiel befehlsgewohnt Archiv mitbekommen. Achso, gewinn 100 Kämpfe. Bei Balthasars Wurf waren es ja nur 3 Rüden, weil die Weibchen sind alle im Wurf gestorben. Der Rauch vor dir führt dich auf eine kleine Lichtung. Von den Schatten aus beobachtest du einen Elfenelementalist des Heiligen Ordens des Schleiers, der sich die Hände über einem Feuer erwärmt. Es scheint dir nicht sonderlich viel auszumachen, dass du hier allein im Elfenland gestrandet bist. Ein Mann, der kein Leben mehr in sich hat, hat auch keine Angst mehr. Um das Feuer herum siehst du Waffen und verbrauchte Vorräte für eine größere Gruppe. Ich weiß, was du denkst. Sie sind alle tot. Möge er sein heiliges Auge abwenden. Was wollt ihr hier? Die Ausrüstung weist auf einen Spähtrupp hin, aber warum habt ihr euch da nicht versteckt? Da passt es nicht, dass ihr ein Feuer auf einem Berg der Elfen anzündet. Anfangs achteten wir darauf, dass uns niemand sieht. Wir wollten als Spähtrupp die Festung der Hochelfen auf Gehalterath finden. Warum die Elfen ausspionieren? Eure Gruppe sollte also spionieren, das hätten die Elfen als Kriegserklärung betrachtet. Obwohl wir mit den Elfen verbündet sind, herrscht schon immer ein unsichtbarer Krieg zwischen uns, das weiß jeder. Ich sehe keine Leichen. Wir hatten Ärger, erst die Überfälle, dann der Schneesturm. Wir haben uns nach Kräften gewehrt, aber dann waren wir gestrandet und verhungerten. Es dauerte Tage, wir hungerten und froren. Der Hohe Vater hatte uns verlassen. Weißt du, dass die Elfen dich sehen können? Wir trafen am Fuß des Berges einen Elfen, der uns zu dir schickte. Geh davon aus, dass er deinen Tod will. Nach allem, was ich gesehen, was ich getan habe, bete ich selbst um meinen Tod. Du kannst hier nicht bleiben. Du wirst allein auf dem Gehalterath und das fast ohne. Du bist allein auf dem Gehalterath und das fast ohne Vorräte. Da ist das N verschoben. Du wirst verhungern, erschossen werden oder erfrieren. Wir saßen in der Falle, waren hungrig und hatten Angst. In diesem Wahn fielen wir übereinander her. Du hast sie getötet und gegessen wahrscheinlich. Um sie zu überleben. Aber dann war ich allein, kein Essen. Der Schneesturm ging weiter, aber mein Hunger. Nach allem, was ich getan habe, kann ich nicht zurück zum Schleier. Sie würden mich als geläutert brandmarken. Oder mich auf den Weg schicken. Der Hohe Vater wird dir das nie verzeihen. Du hast recht, wenn das der Schleier herausfindet, töten sie dich und danach wartet noch der Hohe Vater. Ich kann nicht damit leben, aber ich bin zu feige, mir selbst das Leben zu nehmen. Dann töte ich dich halt. Und obwohl bei dir alle tot sind, hast du ganz schön viel Gefolgschaft noch, die mitkämpfen kann. Den Feind im Visier. Habe die Fährte aufgenommen. Erstmal alle nach hinten schieben. Durchbreche die Linie. Für die Ehre. Das sind vielleicht seine wiederauferstandenen Leichen seiner Gefährten. Die als Imperialisten gegen uns kämpfen. Und gute Nacht, Severus. Der Feind darf nicht durchbrechen. Wehre den Feind ab.
Vernichte diese Unreinheit. Das Leiden muss enden. Ich muss dein schlagendes Herz besitzen. Ein guter imperialer Soldat steht halt auch nach dem Tod wieder auf, um weiterzukämpfen. Das sind andere imperiale Soldaten aus einem anderen Universum. Unterwegs. Von nirgendwo. Ich gehe. Schmerz ist Feuer. Wir sind viele. Wir handeln wie einer. Ich glaube nicht, dass das der Abschaum ist, der im Lager war. Ich glaube, er war schon alleine. Aber ein Kampf gegen ihn alleine wäre ja merkwürdig. Verdientes Blut. Möge dein Blut dick sein. Ha, du hast gekrittet unten. Zusatzangriff. Noch ein Zusatzangriff. Ich jage. Auf in den Kampf. Spüre seine heilige Hand. Also von Zeit, die wir gespielt haben, mit Möglichkeit des maximalen Levels, denke ich mal, dass das Spiel nicht 80 Stunden bei mir dauert, sondern so circa zwischen 50 und 60 Stunden. Vom aktuellen Progress der Geschichte. Wir können nicht widerstehen. Decidus Heulentod. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich rufe seinen heiligen Zorn. Heute stirbst du. Zermürb den Feind. Ich weiß, die Imperialen gefallen mir nicht, sonst hätte ich die genommen als Verbündete. Aber anscheinend sind die Imperialen wirklich das Böseste, was du machen kannst, weil die sind ja mit allen im Krieg und hassen sich ja gegenseitig. Vernichte diese Unreinheit. Sie sind in jedem Gebiet eigentlich Invasoren. Der Lebensstrom zehrt von dir. Der Kampf da oben. Verdientes Blut. Wir sind viele. Wir handeln wie einer. Wir halten hier die Stellung. Es ist so süß, wenn der Hund auf meinem Schoß schläft und damit den Pfötchen zuckt, weil er träumt. Ach, Haustiere sind schon was Tolles. Manchmal geht er mir auf die Nerven. Du stinkst nach Leben. Du wagst es, meinen Zorn herauf. Aber so ist es mit allen lebenden Objekten. Na, ja, Pflanzen gehen dann vielleicht nicht auf die Nerven. Die verdursten einfach, weil man sie unterbewusst tötet. Dran. Das
Hörst du die Stimmen? Baltagan, Heulentod. Dieser Tag wird ruhmreich. Ruhm! Ah, danke für Loot und Spiele. Er kämpfte so gut wie ein Mann in seinem Lager es kann, in seiner Lage es kann. Bald wird ihn der Schnee bedecken. Der Wind wird sein Feuer auspusten und die Schrecken, die er leiden musste, werden im Eis des Berges gefangen sein. Ja, Imperium ist wieder nur neutral, weil ich den getötet habe. Sei froh, dass dein Hund nicht auf der Stuhllehne schlafen kann. Dafür ist er zu groß. Danke fürs Folgen, Karades. Ein einzelner Gegner und der ist Stufe 35. Kann man sich eigentlich fragen, was Imperium das überhaupt her weiß? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass ich den 35er schaffe. Sagen wir denen erstmal Bescheid, dass die tot sind. Wahrscheinlich, es könnte einer von den Elfen ja munkeln. Oder es gab einen Zweitspähertrupp, der den Erstspähertrupp beobachtet hat, wie weit die gehen werden mit dem Essen vom Gegenseitigen. Und die haben gesehen, dass ich die jetzt getötet habe. Alle zu töten ist immer die einzige Möglichkeit, dass etwas geheim bleibt. In den Kampf! Ich bin unterwegs. Meine Klingen sind scharf. Hey. Wir werden ihr Blut verdienen. Nicht, dass das das Ziel wäre. Wehre dich oder stirb. So, die einzige Möglichkeit, ein Land zu erobern, ohne dass du im Nachgang Probleme hast. Hörst du die Stimmen? Decidus Heulentod. Hey. Und dann der eigenen Bevölkerung irgendwie verkaufen, dass keiner im Land drin war, als wir es erobert haben. Und da muss das die Bevölkerung auch noch glauben. Ach, Krieg ist so kompliziert. Du wirst geläutert. Vernichte diese Unreinheit. Ja, das Imperium in dem Spiel ist nicht so cool wie andere Imperien. Du stinkst nach Leben. Die haben nicht mal eine vernünftige Militärstruktur. Die haben einfach nur einen hohen Vater. Ich bin ein stiller Wind. Die Kälte begünstigt. Das ist also ein religiöses Imperium. Kein Feuer kann mich aufhalten. Bei Galeans kaltem Herzen. Uncool. Du bist erledigt. Rücke aus.
Zwillingsmonde, rot und blau. Wir sind hell in Person. Dieser Tag wird ruhmreich. Ruhm! Vater, leite mich. Wer ist denn hier am meisten geschwächt? Du wirst geleitet. Ich muss dein schlagendes Herz besitzen. Friere. Auch ein guter Flirty-Spruch, ey. Ein winterlicher Wind weht. Ich muss dein schlagendes Herz besitzen. Na, Kaffee? Wir sind der letzte Winter. Ich bewege mich mit den Jahreszeiten. Endlich ein Mann, der weiß, was er will. Ich möchte dich dabei haben, wenn ich meine Badewanne mit Eis fülle. Ist übrigens wirklich O-Tone. Jemand hat mich mal gefragt, ob die mein Herz gewinnen kann. Und da habe ich gesagt, du bist also im Organhandel. Von nirgendwo. Ich gehe. Aber das muss man abkönnen. Wenn man meinen Humor nicht versteht oder das doof findet, kann das nicht der richtige Partner für mich sein. Und da fangen die Probleme an. Hoher Vater, leite mich. Du wirst geläutert. Ich bin sein Gefäß. Wir nähern uns. Na komm, schlag dir noch kaputt. So. Und geht Körbchen. Oder unterm Tisch. Dem wird das immer zu warm, wenn er auf mir rumliegt. So, ich weiß noch gar nicht, wofür diese Gillen sind, die ich hier die ganze Zeit aktiviere. Aber es wird schon seinen Grund haben, dass ich die anmache.
Ich habe den Kundschafter auf dem Berg Geheiderat gefunden. Es ist eine Invasionsstreitmacht. Es war nur ein Mann. Da war ein Speertrupp. Keine Ahnung, wonach die gesucht haben. Und es spielt auch keine Rolle. Der letzte Überlebende des Schneesturms ist keine Bedrohung mehr. Armselige Imperiumsmücken. All die Ausbildung und Rüstung schützt sie nicht vor ein wenig Schnee. Hervorragende Arbeit. Wir danken euch. Ja, danke. Manche Leute sind gewillt, sich deiner Gruppe anzuschließen. Mein Gott, man kann ja doch mit F5 schnell speichern. Oder verwechsel ich es gerade mit einem anderen Spiel? Ja. Aber welche Taste ist denn für schnell laden? Ja, mal den Zangenmeister. Hey, sieh mal. Die Äste des Schmieds. Das erinnert mich an zu Hause. Eines Tages werden wir zurück in Niedern sein. Da fällt mir gerade ein. Dass ich die Dame auch mal ein Feld nach vorne ziehen will. Weil ständig ist sie von der Initiative her als Erster dran und kann nichts machen, weil sie in der zweiten Reihe rumsteht. Toll, mein Ressourcenlager ist voll. Grüne Gegenstände. So ein Abschaum. Billiges Zeug. Hier liegt ein Drache. Tot. Die gewaltige Gestalt schaut dich durch die trostlose Finsternis an. Ihr Atem erfüllt die Luft mit einem beißenden Gestank von Verwesung.